Wie immer zu Beginn des Monats ist es natürlich auch wichtig, dass wir draufschauen, was uns denn diesen Monat so alles im Kino erwartet, also im Mai 2022. Und da gibt es wieder so einiges. Und wie jeden Monat in den vergangenen Jahren gehe ich die verschiedenen Kinostart-Donnerstage durch, das Ganze aber runtergedampft auf die größeren, schrägstrich relevanteren Starts, weil sonst irgendwie jeden Donnerstag 10 bis 15 Filme in die deutschen Kinos kommen. Und da ist wieder einiges Verschiedenes mit dabei. Und damit fangen wir direkt an beim ersten Kinostart, nicht Donnerstag, sondern sogar Mittwoch, denn nämlich ab dem morgigen 4. Mai gibt es quasi eine Marvel-Doppelpackung. Auf der einen Seite seriell auf Disney Plus, das nur als Randanmerkung, geht Moon Knight in die finale Episode. Da kann man sich dann die Serie mit Oscar Isaac in der Hauptrolle zu Ende anschauen. Aber im Kino geht es weiter mit Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Sam Raimi inszeniert Benedict Cumberbatch und die Geschichte rund um Dr. Stephen Strange geht weiter. Der Magier, der das Multiversum geöffnet hat, verschiedene Realitäten aufeinandertreffen, er selbst sich auch in verschiedenen Versionen, wie wir im Trailer sehen, anscheinend begegnet und versucht, dieses Multiversum irgendwie zu schließen. Dabei braucht er die Hilfe von Wanda Maximoff, gespielt von Elizabeth Olsen, aber natürlich auch Wong an seiner Seite, der hilft. Und dabei ist es aber vor allem auch eine Gottheit, der er gegenüberstehen wird, nämlich Shuma Gorath als Gegenspieler. Und das ergibt dann letztendlich ein neues Abenteuer, wo man gespannt drauf sein darf, wie verrückt das Ganze wird, was für alternative Welten wir dann erleben. Auf jeden Fall, das Marvel Cinematic Universe geht ab dem morgigen Mittwoch weiter auch in den deutschen Kinos. Ab diesem Donnerstag wäre dann noch herauszuheben, natürlich, weil viele vor so einem großen Marvel-Film auch flüchten und dann größere und relevantere Kinostarts dann nicht stattfinden. Gibt es aber noch die Dokumentation Nawalny ab dem 5. Mai, also ab diesem Donnerstag in den Kinos eine Dokumentation rund um den russischen Oppositionellen, der im August 2022 Opfer eines Giftanschlages wurde, über Monate lang in einer Klinik im Schwarzwald regenerierte, dabei sehr viel herausfand, was erschreckend war und dennoch nach Russland zurückging, wo er umgehend verhaftet wurde. Und diese Dokumentation porträtiert diesen Mann. Dann eine Woche später, ab dem 12. Mai, hätten wir Firestarter in den deutschen Kinos nach dem Buch von Stephen King, beziehungsweise basierend darauf gab es in den 80er Jahren ja bereits die Verfilmung Feuerteufel. Und es ist die Geschichte rund um das Mädchen Charlie, was pyrokinetische Fähigkeiten hat, also mit Gedanken Dinge entzünden, entbrennen kann. Das wiederum sorgt dafür, dass Regierungsbehörden Jagd auf sie machen. Sie wollen diese Fähigkeiten nutzen, besonders eine Firma namens Die Firma möchte aus dieser Technologie Waffen herstellen oder mit Hilfe dieses Mädchens. Und deswegen ist Charlie zusammen mit ihrem Vater und ihrer Mutter auf der Flucht ständig. Und je mehr aber sie gejagt werden, umso blanker die Nerven liegen, umso gefährlicher wird eben auch dieses Mädchen. Und dann haben wir noch am 12. Mai Meine schrecklich verwöhnte Familie. Der sollte vor Ewigkeiten schon mal in die Kinos kommen. Wurde also sehr weit geschoben. Eine französische Komödie, die Geschichte von Philippe, Stella und Alexandre erzählt, die ein sehr ausschweifendes, verwöhntes Leben gefühlt haben. Denn Papa ist Millionär. Aber dem Vater geht das auf die Nerven und er will seinen Kindern eine Lektion erteilen und täuscht deswegen vor, dass er pleite ist und von der Polizei gesucht wird. Und dann müssen die dreimal lernen, wie ein normaleres Leben funktioniert und damit treffen natürlich Welten aufeinander. Dann am 19. Mai hätten wir unter anderem Dog, das Glück hat vier Pfoten, mit Channing Tatum in der Hauptrolle, der auch Regie bei diesem Film führt. Ich finde die Trailer ehrlich gesagt ziemlich süß und bin deswegen gespannt, was dieser Road-Movie-Abenteuerfilm so mit sich bringt. Erzählt die Geschichte des ehemaligen Army Ranger Jackson Briggs, der auf der Suche nach einem Neuanfang ist, in Ungnade gefallen ist. Und diese Chance gibt sich für ihn, als er die belgische Schäferhündin Lulu zu der Beerdigung ihres ehemaligen Hundeführers, der auch Offizier war, überführen soll. Das führt zu einem Roadtrip die Pazifikküste in den USA entlang und vor allem zu einem Abenteuer, in dem eben dieser Army Ranger eine Menge über sich lernen wird. Channing Tatum ist so einer, ich finde, der hat eine sehr coole Art, in seine Rollen aufzugehen, auch wenn sie manchmal ein bisschen alberner sind. Aber Hundefilme in der Kombination, ey, das kann echt was sein, was mein Herz berührt, deswegen freue ich mich auf Dog. Dann gibt es noch X, ein Horror-Thriller von Ty West, spielt im Süden der USA 1979, wo ein Filmteam ein abgelegenes Bauernhaus besucht und will dort einen Porno drehen. Aber die Gastgeber, denen sagen sie das nicht. Und dieses Pärchen ist eh schon ein bisschen skurril, die eben in dieser Behausung leben. Und als die Nacht hereinbricht, werden sie sehr merkwürdig. Mal gucken, was dieser Horror-Thriller dann kann. Dann hätten wir noch Leander Hausmanns Stasi-Komödie von Leander Hausmann, natürlich mit David Cross und Jörg Schüttorf unter anderem, ist es die Geschichte rund um Ludger Fuchs, einem Romanautor,
der eine Art Widerstandsheld in der DDR war, aber dazu gedrängt wird, Einsicht in seine Stasi-Akte zu nehmen. Dabei stellt sich heraus, dass alles doch ein bisschen anders ist als die Legende rund um diesen Mann, denn der wurde einst Anfang der 80er Jahre sogar von der Stasi beauftragt, in der Künstlerszene im Prenzlauer Berg zu spitzeln, verschaut sich dann aber an einer Frau und fortan befindet er sich in einem Zwiespalt zwischen Teil dieser Kultur sein und im Teil des Systems sein. Und wir hätten noch die Dokumentation I am Zlatan. Darin geht es um Zlatan Ibrahimovic, Fußballstar, aus schwierigen Verhältnissen aufgewachsen, einer, der auch immer wieder für Furore sorgt mit seinen Aussagen. Und der letzte Kinostart Donnerstag ist dann der 26. Mai. Da kommt dann, das ist dann glaube ich sogar Christi Himmelfahrt, ne? Und da kommt Top Gun 2 endlich in die Kinos, Maverick mit dem Titelzusatz. So oft verschoben worden, dieser Film, ich glaube viele freuen sich darauf. Tom Cruise ist zurück als Maverick, ein Miles Teller dabei, eine Jennifer Connelly und ich glaube auch Val Kilmer. Und der Film wurde oft verschoben, erzählt die Geschichte eben von Maverick, der inzwischen ein Fluglehrer ist, der versucht beizubringen, wie es ist, in einem Kampfjet zu sitzen, seine Erfahrungen weiterzugeben, aber das alles in einer Welt, die sich sehr gewandelt hat, die sich sehr geändert hat. Inzwischen übernehmen Drohnen die wirklich gefährlichen Job und der menschliche Teil spielt keine so große Rolle mehr. Dann kommt es aber zu einem heiklen Auftrag bzw. einer schwierigen Mission und Maverick steigt nochmal ins Flugcockpit und muss wahrscheinlich auch eine Truppe anleiten. Auf jeden Fall sind die Trailer wahnsinnig cool, dass Tom Cruise sich einfach halt wirklich in so einen Kampfjet setzt und das sieht eben anders aus, als wenn das irgendwie alles CGI-mäßig zusammengebastelt wird. Für alle Fans von Imhof, sehr kurz erwähnt, gibt es Imhof 2. Das große Versprechen, diese Pferde irgendwie Filme in Deutschland sind ja immer relativ erfolgreich und meistens geht es dann darum, einen Hof zu retten oder ein Abenteuer da zu erleben. Dann hatten wir noch die Täuschung. John Madden inszeniert hier unter anderem Colin Firth und im Film, der 1943 spielt, kurz vor dem D-Day, also der Anlandung der Alliierten an der Normandie, der sogenannte Decision Day. Und sie befürchten ein Massaker, wenn die deutsche Armee darauf vorbereitet ist, dass das der Punkt sein wird, wo die Alliierten anlanden. Weswegen es ein Täuschungsmanöver braucht, das im Original Operation Mincemeat hieß und man versucht vorzutäuschen, dass man gar nicht an der französischen Küste anlanden will, sondern in Griechenland. Und genau das muss man glaubwürdig und dennoch genug durchsickern lassen in einer Kombination, damit dieses Täuschungsmanöver funktioniert. Ich fand den Trailer sehr spannend zu Die Täuschung, deswegen bin ich auch gespannt, den Film zu sehen. Und wir hatten dann noch Bob's Burgers, der Film. Ein Film zu der Zeichentrick-Animationsserie rund um Bob's Burgers. Es kommt zu einem Wasserrohrbruch und das Restaurant ist deswegen nicht betretbar und das Sommergeschäft fällt deswegen ins Wasser und Bob und Linda müssen irgendwie kreativ werden, um eben besagtes Geschäft zu retten, während Jean, Louise und Tina etwas ganz Großem auf der Spur sind, aber vielleicht gleichzeitig auch das Problem des Restaurants damit lösen könnten. Ich mag die Serie, die zugrunde liegt, deswegen ich mich auch auf den Bob's Burgers Film freue an dieser Stelle und damit sind wir durch den kurzen kleinen Überblick durch den Mai 2022. Großes und Kleines dabei, noch vieles mehr, was ich nicht erwähnt habe, aber das sind so aus meiner Sicht die relevanteren Geschichten. Jetzt könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, worauf ihr euch freut, lasst es mich dort gerne wissen. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten an dieser Stelle und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.